Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute bin ich sehr, sehr gehypt, weil wir ein sehr spannendes Thema haben, nämlich erkenne den Polizisten. Freunde, es haben sehr, sehr viele von euch in die Kommentare geschrieben und deswegen bin ich froh, dass wir das Ganze jetzt umsetzen können. Apropos Kommentare, Freunde, mittlerweile ist das ja mit den Tischen echt zum Meme geworden. So, jetzt ohne Spaß, Real Talk, ey Jamal, du weißt es selbst, wir werden überall auf die Tische angesprochen. Und deswegen, das ganze Thema ist an mir auch nicht vorbeigegangen. Ich meine, ich krieg's ja mit, ich lese ja die Kommentare. Das Ding ist, die Tische sind halt echt nicht so geeignet, weißt du? Du musst nur einmal draufpatschen und direkt siehst du die Fingerabdrücke. Deswegen haben auch sehr, sehr viele von euch geschrieben, Bro, besorgt dir einfach neue Tische. Das hat jetzt auch FlexiSpot mitbekommen. FlexiSpot hat mitbekommen, ey, du hast echt beschissene Tische bei dir. Deswegen freue ich mich an der Stelle, Freunde. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum, sondern ich präsentiere euch einfach mal, was wir hier so am Start haben, Freunde. Neue Tische plus neue Stühle. Und an der Stelle freut es mich echt, weil FlexiSpot ist ein echt, echt krasser Partner. Ich bin sowieso schon Fan von den Tischen und von den Stühlen gewesen. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir die jetzt als Partner bei uns haben. Denn ich muss echt sagen, der Tisch ist wirklich eine glatte 10 von 10. Also meiner Meinung nach eins der preiswertesten Tische. Plus die Stühle finde ich auch maximal gut. Also die Jungs und Mädels im Büro bei uns freuen sich auch extrem, weil es halt auch sehr, sehr gut für den Rücken ist. Also wir hatten andere Stühle früher und da haben sich einige Mitarbeiter schon beschwert bei mir, weil sie meinten, ey, langsam struggle ich ein bisschen mit dem Rücken und sowas. Und gerade wenn man etwas länger sitzt, sind die Stühle einfach nur maximal gut. Und das Ding ist, Freunde, der Tisch ist nicht nur robust as fuck, sondern wir haben nämlich ein Ding noch. Das Ganze ist höhenverstellbar. Ey, wie geil ist das bitte? Ey, ich muss sagen, Freunde, ich finde das so nice, weil oftmals ist es so, wir drehen sehr, sehr lange. Und ich denke mal, gerade wenn wir einige Folgen drehen und auch den Kandidaten mal auf Augenhöhe begegnen wollen, ist es, denke ich mal, sehr, sehr nice, wenn wir das Ganze dann auch im Stehen machen können. Der Tisch hat mehrere Funktionen. Also es ist nicht nur so, dass du es hoch und runter stellen kannst, sondern es gibt hier auch gewisse Tasten drauf. Das heißt, es hat auch eine Memory-Funktion. Du kannst einfach einen Knopf drücken und es geht einfach wieder an die ursprüngliche Position zurück, ohne dass du jetzt die ganze Zeit deinen Finger da drauf halten musst. Und das Ganze hat eine Kollisionserkennung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, irgendein Widerstand, bleibt es automatisch stehen. Und Freunde, ihr habt ja auch eine Kindersicherung dabei. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eure Haustiere oder eure Kinder das Ganze bedienen wollen, ihr wollt nicht, dass sich das verstellt, dann könnt ihr es auch vorher einstellen, sodass die hier nicht irgendwie ungewollt am Touchpad hin und her touchen, wenn ihr hier zum Beispiel eure Bildschirme drauf habt und nicht wollt, dass das Ganze dann irgendwie verruckelt oder sonst was. Das Geile ist auch, es ist ein sehr leiser Motor. Also wenn ich das Ganze nach oben fahre, hörst du gefühlt gar nichts. Guck mal, jetzt, wir können einen kleinen Test machen. Also du hörst halt Real Talk fast gar nichts. Und Freunde, was ich auch noch sagen muss, das fand ich auch sehr, sehr stark. Der Aufbau von den Tischen und auch von den Stühlen war wirklich sehr, sehr easy. Also es war wirklich, es ging so fix durch. Und Freunde, wenn ihr euch jetzt für die Tische und für die Stühle interessiert, habe ich etwas ganz Spannendes für euch. Denn sowas gibt es bei FlexiSpot normalerweise echt sehr, sehr selten. Also ich habe es eigentlich noch nie gesehen. Denn ihr bekommt jetzt auf eure komplette Bestellung einmalig 8% mit dem Code NahimSky. Und wenn ihr sagt, ihr begeistert euch sehr, sehr für diesen Tisch hier speziell, dann verlinke ich euch den jetzt auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ihr bekommt auf den Tisch speziell nochmal extra 70 Euro Rabatt mit dem Code NahimSkyE7. Deswegen vertraut mir, Freunde, mit den Tischen und mit den Stühlen macht ihr echt nichts falsch. Wir konnten das jetzt schon über einen Monat austesten. Ich habe das Ganze wirklich cool ausgetestet. Also ich habe hier, guck mal, wie stabil das Ganze ist. Bro, das kannst du gar nicht kaputt machen, das Ding. Jetzt mal Real Talk, geht das Ding überhaupt kaputt? Digga, ich teste, warte. Ich mache jetzt mal den ultimativen Test, Digga. Ich will das jetzt mal austesten. Bro, es geht nicht kaputt. Es geht nicht kaputt. Wie robust ist das bitte? Den NahimSky Robust-Head hat das Ganze bestanden. Ich glaube, hätte ich das jetzt bei dem anderen Tisch gemacht, wäre der Tisch jetzt schon dead. So, und das Ganze ist auch sehr, sehr leicht zu clean. Guck mal, einmal drüber gewischt und direkt schon clean. Und ja, Freunde, deswegen, ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so diese neuen Tische und die Stühle findet. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Das mit den Fingerabdrücken wird es so jetzt erstmal nicht mehr geben. Dank FlexiSpot haben wir jetzt die Möglichkeit. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch einige von euch zufriedenstellen kann. Und ja, Freunde, deswegen checkt das Ganze ab über den ersten Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich habe da alles verlinkt, die Website plus nochmal speziell den Tisch und die Stühle. Aber Freunde, wie ihr wisst, heute drehen wir Erkenne den Polizisten. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir speziell
speziell für das Video eine Special Jury eingeladen, die mir heute dabei helfen soll, den richtigen Polizisten zu erkennen. Ach ja, Freunde, ganz wichtig, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet. So werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall keine Folge mehr verpassen. An der Stelle würde ich sagen, Freunde, schnacken wir gar nicht mehr groß rum, sondern bitten unsere Special Guests einmal bitte rein! Oh mein Gott! Ey Jungs, ihr wisst, dass ich hoffentlich zitter, oder? Ich zitter einfach. Ryan Hayashi wieder da. Was Moin, mein Bester. Was geht, alles gut? Modusi, wey. Ey, das ist Servus. Was geht, Bro? Was geht ab? Setzt euch. Macht's euch gemütlich. Wie ihr seht, sieht's heute ein bisschen anders aus, ne? Ja, ich hab schon gemerkt, der Tisch ist sauber. Ja, der Tisch ist sauber, weil wir neue Tische haben plus neue Stühle. Ah, krass. Was kann das Ding denn? Alle von FlexiSport. Ja, die sind höhenverstellbar, hat mehrere Funktionen. Jetzt kann Ryan auch endlich seinen Zaubertrick machen, weil beim letzten Mal wollte er mit seinem Messer den Zaubertrick machen, aber es hat nicht funktioniert, wegen dem Glastisch. Und jetzt haben wir endlich die passende Tische dafür. Aber lasst nicht zu viel darüber reden, dass er zum heutigen Thema kommt. Heute drehen wir nämlich Erkenne den Polizisten. Habt ihr schon spannende Fragen im Kopf? Wir improvisieren. Auf jeden Fall. Also fünf Fakes und ein echter Polizist. Genau. Das kann jeder sein. Das kann jeder sein. Das ist schwierig. Deswegen. Heutzutage ist ja auch jeder Anwalt und Polizist und so. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Auf TikTok und auf so. Auf TikTok sowieso. Deswegen wird das schwierig und vielleicht haben die sich auch schlau gemacht. Das ist das Ding. Aber deswegen hoffe ich natürlich heute auf euch. Ja, es wird kein großer... Meinst du? Ich war mit den einen anderen schon verwandt. Deswegen ist da jetzt nicht große Politik. Okay, ganz wichtig, Freunde, bevor es wieder losgeht, denkt dran, checkt die bitte alle unbedingt ab. Alles von denen in der Videobeschreibung drin. Und ja, dann würde ich sagen, bitten wir die Teilnehmer einmal wieder rein! Spannende Hase, spannende Lage, sagt man bei uns immer gut und gerne. Mhm. Was sagt ihr so? Erster Eindruck? Erster Eindruck, der Bre ganz rechts sieht auf jeden Fall stramm aus. Ja. Ja, der ist bestimmt irgendwie stramm. Der mit der Maske ist auch... Ja, das ist mir zu Fasching-SEK allein, nicht? Oktoberfest. Und aus in seiner Haltung passt nicht zu einem. Aber kann ja sein, dass er sich bedecken will, so, ne? Kann sein, dass er es geübt hat, ja. Das haben die ja halt drauf. Mitte kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Ja, man weiß nie. Ja, safe. Dann würde ich sagen, schnack mal gar nicht groß rum, sondern soll sich der Erste einmal bitte vorstellen. Wunderschönen guten Tag. Ich bin Stefan, 28 Jahre alt und gehe in mein 8. Jahr bei der Bereitschaftspolizei. Okay. Was machst du da? Ja, Demos, Großveranstaltungen, Fußballspiele. Also du bist der mit dem Anzug da immer? Genau, richtig. Ding. Alles klar, okay. Genau. Er darf halt nicht schießen. Ich weiß nicht, die dürfen schon. Ja. Darfst du schießen? Theoretisch ist man ja bei Großveranstaltungen und da ist die Hemmschwelle zu schießen natürlich deutlich höher. Ist nicht da gut, würde ne? man normalerweise nicht schießen, nein. Ja. Aber dürft ihr? Ja klar, wenn die Vorgaben erfüllt sind dafür, die rechtlichen, dann ja. Gibt es einen Unterschied zwischen deiner Ausbildung und Ausbildung von anderen Polizisten? Nein, gibt es nicht. Man absolviert die Ausbildung und dann gibt man ja einen Bereich an, wo man gerne arbeiten möchte. Und ich habe mich für die Bereitschaftspolizei entschieden. Man kann natürlich auch ganz normal in den normalen Streifendienst gehen, aber das war nicht für mich das Richtige und jetzt bin ich bei der Bereitschaftspolizei. Und wie kommt man darauf, Polizist zu werden? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin in meinem 8. Jahr bei der Polizei. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Hat mir nicht so gefallen. Man sitzt die ganze Zeit im Büro rum. Ich habe immer Hummeln im Hintern und habe gedacht, ich möchte etwas machen, wo Abwechslung ist, wo ich jeden Tag was Neues habe. Und da bin ich zur Polizei gegangen und da bin ich jetzt immer noch glücklich und zufrieden. Stefan, warst du schon mal in eine heftige Auseinandersetzung? Ja, schon öfters. Wie gesagt, ich bin da bei der Bereitschaftspolizei. Da hat man auch mal ab und zu mit Fußballfans zu tun. Da geht es immer ein bisschen härter zur Sache. Natürlich gibt es den einen Einsatz, der jetzt vielleicht härter war als andere Einsätze, aber dass es mal zu körperlichen Auseinandersetzungen gab. Kannst du bitte eine heftige Situation beschreiben? Die heftigste, ja. Und da fällt mir sofort der G20-Gipfel in Hamburg 2017 an. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das verfolgt habt, da ging es richtig zur Sache. Es waren 20.000 Polizisten eingesetzt. Es war leider Priorität der Politik, dass man sich mehr auf den Schutz der Regierungsleute, Donald Trump, Angela Merkel oder so fokussiert, anstatt auf den Schutz der Bürger. Die Leute, beziehungsweise der schwarze Block, das ist aus der linksextremen Szene, die hatten ein großes Problem damit, mit der Veranstaltung, dem G20-Gipfel allgemein. Da gab es einige große Probleme. Ich weiß nicht, ich war in Altona eingesetzt, Landungsbrücken und sowas. Und es gibt eine Straße in Altona. Wir sollten da durchgehen. War mitten in der Nacht. Der G20-Gipfel war von 7. bis 8. Juli, also eine Nacht nur. Und dann haben wir als Beamte gesagt, nee, das machen wir nicht, weil vorher gab es schon extreme Auseinandersetzungen. Wir wurden mit Gullideckeln beworfen, Waschbetonplatten, Raketen, Böller, also wirklich geisteskrank. Ich tatsächlich habe mich auch verletzt. Ein Kollege von mir hat sich selber, ja, wie bitte? Wer wirft mit Gullideckel rum, Bruder?
Es gibt auch Einbrüche, diese Blitzeinbrüche. Bruder, ich verstehe Stein, aber was für Gullideckel, Bruder, wer hebt dein Gulli? Der blufft gerade safe. Was war das für ein Film, welcher X-Men oder nein, ich was? Möchte gerne drauf eingehen. Es war tatsächlich so, ich weiß nicht, die GSG 9, die sagt ja bestimmt was. Ja, das sind sehr gute Cousins von mir gewesen. Die sind tatsächlich mit Waffen im Anschlag gewesen, weil das so eskaliert ist. Also das ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Entweder ist er das wirklich oder er war auf der anderen Seite. Er war der Hooligan. Eins von beiden. Also ich finde die gerade sehr authentisch, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die todesauthentisch. Ja, auch auf jeden Fall, auch von Beschreibung her, wie das gerade erklärt. Musst du schon mal schießen? Nein, ich weiß ja jetzt auch keine Statistik, aber man sagt, glaube ich, unter 1% sogar aller Polizisten müssen in ihrer gesamten Laufbahn mal schießen. In Deutschland, glaube ich, oder? Ja, in Deutschland, ja. Ich glaube, Deutschland ist da. Hast du schon mal Verhaftungen gehabt? Ja, das regelmäßig. Das wie laufen vor. Die ab, wenn du mir ja, angenommen, Herr Meier wird gesucht, hat ein bisschen Blödsinn gemacht, der gute Herr Meier. Körperverletzung, Herr Meier hat einen Haftbefehl offen, zufällige Abfrage, Personenkontrolle. Sehe ich über das Fahndungssystem, zum Beispiel Inpol, wo ist ein Haftbefehl offen. Dann wird der Haftbefehl Herr Meier eröffnet, er wird erstmal belehrt. Es gibt eine Beschuldigtenbelehrung, er kriegt seine Rechte und Pflichten vorgelesen. Vor Ort? Ja, natürlich vor Ort, muss aber nicht. Kommt drauf an, wie hektisch gerade die Lage ist. Aber wenn ich ihn jetzt alleine antreffe, ja, dann wird er noch vor Ort belehrt tatsächlich. Angenommen, er ist der Herr Meier hier. Angenommen, das ist der Herr Meier. Was würdest du ihm sagen, wenn du ihm verhaften müsstest? Würde ich sagen, Herr Meier, Sie sind beschuldigt bezüglich der schweren Körperverletzung oder Körperverletzung, haben so und so viel gegen so und so. Sie sind dazu verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu Personen zu treffen. Ansonsten kann Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen Sie ausgesprochen werden, gemäß 111 OWG. Alter, das ist ja eine luxuriöse Verhaftung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich so verhaften würdet. Mit einer Kerze ja, noch, oder? Es geht ja um die Belehrung gerade. Und genau das ist es, wahrheitsgemäße Angaben zu Personen. So kennen wir das aber anders. Mit Umarmung, ey, alles wird gut, komm mit rein. Ich habe eine Frage. Da gibt's doch, da gibt's was, das habe ich auf einer Reportage gesehen. Da gibt's etwas, da gibt's so ein gewisses, das hat einen Namen. Wenn die Polizisten auf einmal alle anfangen loszurennen, in Masse. Befehl. Die stehen da, dann stehen die anderen gegenüber und danach gibt's manchmal so einen Einsatz, dann gibt so einer das Go und dann rennen alle Polizisten los. Wie heißt das? Ja, das ist ein Befehl, ist das. Das funktioniert immer. Nein, so. Das hat einen Namen. Das hat einen Namen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es. Da, wo die alle dann stehen und dann gibt einer das Kommando und dann rennen alle los, aber die bleiben danach wieder so stehen. Also grundsätzlich ist das so, bevor man in den Einsatz geht, gibt es einen Befehl, der mit dem Vorgesetzten bzw. mit dem Hundertschaftsführer durchgegangen ist und danach richtet man sich, wie man einschreitet und ob man überhaupt zu was für einer Schwelle man einschreitet. Ganz kurz, ey, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, lass erstmal nochmal die anderen hören. Wir können ja gleich nochmal ins Detail gehen, deswegen würde ich sagen, lass einmal mit der nächsten Dame weitermachen. Hi, ich heiße Fatima. Ich bin im mittleren Dienst im Kölner Airport bei der Passkontrolle. Machst du nur das? Ja, und halt für die Sicherheit am Airport, ne? Aber ist es nicht, ich dachte, die werden da nur so eingesetzt und danach gibt's so, kennst dich, aber ich dachte, die machen noch andere Dinge, als am Flughafen stehen. Hast du die 3, 6 Ausbildungen dann hinter dir gemacht? Das sind ja 6 Ausbildungen, die du machen müsstest beim Flughafen als Polizistin. Die hast du dann absolviert, alle? Es gab jetzt nur eine Ausbildung. Echt? Ja. Oder was für 6 Ausbildungen machen? Boah, ich glaube, sie hat dich gerade aufs Genau, ne? Wollt sie gerade testen, ne? Was macht man da? Also du kriegst einen Pass, ich gebe dir den Pass. Und was machst du dann? Wird eingescannt, die Information. Ich glaube, du bist in so einem kleinen Häuschen drin, gell? Das ist ja das, das meine ich ja. Du gibst ja diesen Pass. Also ich komme in Frankfurt an, ich gebe dir den Pass. Was machst du dann? Checkt, ob der Original ist oder ob du einen Haftbefehl hast. Woran erkennst du, ob der Original oder gefälscht ist? Die werden ja eingescannt, da gibt es ja... Wo wird das eingescannt? Am Schalter. Okay, die ist es auf gar keinen Fall. Oder definitiv nicht. Wenn einer ohne deutschen Pass sagt, er lebt und arbeitet in Deutschland, er muss eine separate Aufenthaltsgenehmigung haben. Wie sieht das Ding aus? Aufenthaltstitel ist ja auch eine ganz normale Karte. Kannst du diese Karte beschreiben? Sieht eigentlich auch theoretisch aus wie ein Ausweis, nur eine andere Farbe. Und dann steht da halt die normalen Daten und dann auch das Datum, bis wann. Okay, und jetzt wird es interessant. Was passiert, wenn einer diese separate Karte vergessen hat und nur einen Reisepass hat? Das hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht, um ehrlich zu sein. Aber muss man natürlich verweisen, ne? Also kann man nicht durch. Ja, aber sowas müsste man auch wissen, oder nicht? Also ich sag dir ehrlich. Was dann passiert? Ich sag dir auch ehrlich, also meiner Meinung nach kann das fake sein. Ich glaube nicht, dass sie da am Schalter sitzt. Wie bist du denn darauf gekommen, diesen Job auszuüben am Schalter? Um ehrlich zu sein, macht der Bruder meiner besten Freundin diesen Beruf auch. Und der hat mich irgendwo dazu gebracht, weil ich nicht wusste, was ich genau machen soll. Und ich habe mich viel versucht und am Ende mich dann dazu beschlossen, es auch zu tun. Aber das stelle ich mir doch sehr langweilig vor, oder? Den ganzen Tag da stehen, Reisepässe kontrollieren, nichts anderes machen. Aber ist auch entspannt. Okay, das ist ein Argument. Also du bist durch Connection durch diesen Beruf. Genau. Bruder, das ist doch keine Baustelle, dass du da durch Connection reinkommst. Da musst du ja schon voll so. Aber bist du offizielle anerkannte Polizeibeamtin? Genau. Ich habe ja die Ausbildung hinter mir. Hast du auch eine Waffe bei dir? Ja. Kannst du schießen, Fatima? Natürlich. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem nächsten weiter, aber danke dir auf jeden Fall. Hi, ich bin Brahim, 24 Jahre alt und ich arbeite beim BKA in der Drogenfindungsabteilung. Was sind so deine Aufgaben? Was machst du da? Meine Aufgabe ist hauptsächlich undercover zu gehen. Also
ich habe es von meinem Onkel, habe ich den Beruf dann gesehen und das hat mich am meisten interessiert, undercover zu gehen. Und was ich hauptsächlich mache, ist eher Kleinkriminelle herauszuspüren und über die halt eher an große Fische. Was meinst du mit undercover? Undercover im Sinne von, also zum Beispiel, ich lebe in Münster, bei uns gibt es den Kanal. Bei uns ist relativ bekannt, dass dort sehr, sehr viel Drogenhandel gemacht wird, vor allem mit Cannabis, womit ich mich vor allem beschäftige. Das heißt, ich gehe da hin und ich muss dann eher sozusagen, also ich muss sie finden, sozusagen, die Leute, die Kleinkriminellen. Aber jetzt bist du ja nicht mehr undercover. Nee, weil jetzt seit 2 Monaten... Du observierst, das heißt, du tust privat die Leute beobachten, was... Observieren, ja, aber zum Beispiel gehe ich dann, also das kann ich gleich gerne auch einen Teil einer Geschichte erzählen gerne. Seit 2 Monaten bin ich degradiert worden zum Fahrradpolizisten, weil ich halt mich nicht immer an das Protokoll gehalten habe. Der wurde degradiert, also 1 runtergestuft. Was ist passiert, dass du degradiert worden bist? Mein Onkel, er ist der Grund, warum ich überhaupt Polizist geworden bin. Er ist wie ein Vorbild für mich. Er liegt seit 3 Jahren im Koma, weil er halt beim Undercover-Dienst, also die Leute haben herausgefunden, dass er undercover dort arbeitet und es gibt halt ein bestimmtes Strap-on, was die Undercover-Polizisten bei sich haben, dass wenn irgendwas passiert, dass die einen Alarm schalten können, dass die Polizisten kommen. Doch als seine Kollegen schon gekommen sind, lag er schon bewusstlos und genau deswegen bin ich bei der Drogenfindungsabteilung und so mache ich das halt, dass ich die Kleinen herausfinde und das Problem im Geschäft ist, dass sehr, sehr viele immer sehr loyal sind, aber manchmal ist es so, wenn man den richtigen Deal aushandelt, dass man an größere Fische kommt und vor 3 Monaten ungefähr sind wir an einen größeren Fisch gekommen und dann sind wir halt vor 2 Monaten, eine Kollegin und ich, mit Backup halt in ein Lager gefahren und dort wurde allerdings, da waren 4 Männer, einer von denen wurde erschossen, wodurch wir halt für uns gemerkt haben, okay, wir müssen da jetzt reingehen und als wir reingegangen sind, hat meine Kollegin auf einen der Leute geschossen. Und das Problem war, dass unser Vorgesetzter gesagt hat, wir sollen dort nicht alleine mit nur einem kleinen Backup hingehen, sondern eher erfahrene Leute mit. Wie geht deine Kollegin mit dem Schuss um? Wie ist sie jetzt drauf? Sie ist mit mir jetzt als Fahrradpolizistin. Also klar, aber sie ist in Therapie. Kann sie nachts schlafen oder? Also ich persönlich muss auch zur Therapie gehen, weil, also es ist nicht so wie in dem Film. Also es wurde jemand vor mir erschossen so mäßig. Aber hörst du noch diese Schüsse, wenn du nachts schläfst und so? Das tatsächlich Gott sei Dank nicht mehr. Also es ist auch. Wie reagierst du nach dieser Aktion jetzt, wenn du so Actionfilme siehst? Kriegst du so? Ich bin eher der Comedy-Filme-Gucker tatsächlich. Der blöft alle. Ja, natürlich. Weißt du warum? Weil es ist schon schwer, an einem großen Fisch zu kommen. Du kommst nicht von einem kleinen Fisch, deswegen... Vor allem ist es nicht so, darf er überhaupt so betriebsinterne Sachen rausgeben? So, da gibt gerade alle Details preis. Das Ding ist aber auch, ja. Das Undercover habe ich nicht verstanden. Er sagt, er ist Undercover, aber boah, ist bei jetzt, der Show dabei. Ja, jeder weiß in Münster, dass du jetzt Undercover bist. Das ist jetzt vorbei. Das kann gut sein. Und das heißt nicht Undercover. Jetzt gerade bin ich Fahrradpolizist. Also ich kann mir vorstellen... Kein Polizist sagt das Wort Undercover, die sagen Privatermittler. Detective. Ich persönlich glaube, dass es noch sehr lange brauchen wird, bis ich wieder in den Undercover-Dienst kommen kann. Momentan bin ich auf jeden Fall noch... Du kannst gar nicht mehr in den Undercover-Dienst kommen nach der Show. Jetzt nach der Show wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch andere in der Drogenfindungsabteilung. Eine Frage an dich, Brahim. Also ich lebe schon seit 22 Jahren in Deutschland und ich weiß noch, vor 22 Jahren, als ich herkam, wenn ein Polizeibeamter Stopp, stehen bleiben gesagt hat, denn die Leute haben tatsächlich so gemacht, aber heutzutage machen die Menschen das nicht mehr. Nee. Ganz locker, ich schmeiß keinen auf den Boden, ich gebe nicht mehr als das. Darf ich mich verhaften lassen? Ja, darfst du. Okay, Brahim, nimm bitte dieses Mikrofon von mir. Ich möchte wegen meiner Kampfausbildung einfach sehen, wie du vorangehst. Ich kann deine Bewegung messen. Hallo? Nee, also einfach nur das Mikrofon. Ja, nein, ist okay, Bro, ist okay. Die haben schon Ballerine, die haben so einen Salsa getanzt. Und wie nimmst du ihn jetzt fest? Im Normalfall, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel halt an der Wand habe, ist natürlich jetzt nicht so, dass ich ihn ganz einfach umdrehen kann und so weiter. Sondern ich kann die Arme nehmen, so nehmen. Das ist der eine Arm. Dafür auch. So schnell, das sind keine Zeit. Okay, bevor sich jemand verletzt, ich habe eine Frage schon gleich vorab. Du bist direkt frontal auf ihn zugelaufen, ne? Du hast doch eine Waffe, warum sagst du nicht erstmal so, wie man es in den Filmen kennt, dass du sagst so, bleiben Sie dort stehen? Du weißt, was ich meine? Ansonsten erschießt du hast dich. Du hast dich aber gerade selber in Lebensgefahr gemacht. Hätte er ein Messer, das wäre direkt vorbei, Bro. Ja, hast du ja gerade selber gesagt. Wenn ich jetzt mit einer Waffe, also einfach meine Waffe rausziehe, also in der Situation würde es nichts bringen, weil ich, wie du gesagt hast, auch kein Messer habe. Wenn ich... Aber wie, das bringt nichts? Dann bist du jetzt bist du tot, oder wie? Und du machst nichts. Scheiße. Blöd gelaufen. Wenn er eine Waffe hat, es ist ganz normal, wenn ich auch eine Waffe rausziehe, bekommt er das Gefühl, okay, ich muss mich wehren. Wenn ich keine Waffe rausziehe, mein Ziel ist es erstmal, seine Waffe wegzumachen. Dass er unbewaffnet aber ist. Aber was ist, wenn er seine Waffe nicht mehr wegnimmt? Also wenn ich meine Waffe habe, die BK-24, wenn ich die einfach habe und er kommt immer noch auf mich zu, dann gibt es auf jeden Fall einen Fußschuss. Also. Hast du das gesehen? Damit er auf jeden Fall... Wie hältst du die Waffe? Wie hältst du deine Waffe? Nochmal. Hä? Guck.
Parallel zu Boden? Du hältst die Waffe quer wie bei Tupac-Filmen. Ja, genau. Doch, Digga. So haltest du doch keine Waffe. Also, das ist guck fake, mal, Bro. Ich sag dir, ich habe Verhaftung hinter mir, ich weiß, wie es abläuft. Eine Waffe, wenn ein Polizist die auf dich richtet, dann hält man die so. Du hältst sie ja so, Digga. Bist du noch, senkrecht. Bist noch Freestyle dabei. Das war ein richtiger Hip-Hop-Hund von mir. Leg dich hin, Bruder. Du bist ja aber echt sympathisch, aber todessympathisch. Schauen wir mal. Hey, also ich sag dir Wahrheit, du bemühst dich nicht gerade. Okay, dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem hinten rechts weiter. Guten Tag zusammen, mein Name ist Josef Öztep. Ich bin 25 Jahre alt und befinde mich seit meinem 20. Lebensjahr bei der Bundespolizei. Aktuell stationiert in Essen. Klingt schon direkt authentisch. Allein schon, wie er seinen Nachnamen ausgesprochen hat, Bruder. Sprich mal nochmal deinen Nachnamen aus. Öztep. Ja, der ist es, Bruder. Ja, Junge. Ja, wenn du deinen Nachnamen aussprichst, so der... Wie spricht man es im... Du bist Türke, ne? Aus der Türkei und aus dem Libanon. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Öztep. Aber du sprichst es auf Polizeisprache aus, weil er muss sich ja immer so vorstellen. Wie ist halt Polizeisprache? Bruder, wenn du jetzt zum Beispiel Özdemir heißt, dann sagst du im Türkischen, also als Polizist sagst du dann, mein Name ist Mehmet Özdemir. Okay, also einfach Deutsch. Ja, dass die Leute das verstehen. Okay. Josef, Frage. Was... Außer Schusswaffe, was für Equipment hast du am Gürtel? Pfefferspray und einen Schlagstock. Kannst du mir zeigen, wo was ist? Aber natürlich, ich habe an meiner rechten Seite habe ich den Schlagstock, links neben der Schusswaffe habe ich dementsprechend das Pfefferspray. Okay, und du wurdest ausgebildet, mit einem Schlagstock umzugehen? Aber natürlich. Nahim, darf ich? Kannst du damit mal umgehen? Ja, doch, bitte, das will ich jetzt mal sehen. Darfst du das? Ey, du bist ja maximal Josef, vorbereitet wieder, Ryan. Josef, ne? Nur, dass du siehst. Nur Schaumstoff. Schlag mich bitte, schlag mich. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich nach meiner Ausbildung nicht ganz oft den Schlagstock benutzt habe. Das ist okay, schlag mich. Nur spielerisch, es tut nicht weh. Okay. Oha, du hast direkt deine Arbeit verloren. Nochmal. Okay. Auf den Kopf. Ich habe letztens auch wieder einen Clip gesehen. Und da war eine Dame, die hat eine Ausbildung als Polizistin gemacht bei Galileo. Und dann hat sie bei der Prüfung mit dem Schlagstock auf Kopf geschlagen. Und deswegen ist sie durchgefallen. Und er hat gerade zweimal auf seinen Kopf geschlagen. Er hat den Kopf hingehalten, dass ich dementsprechend draufschlagen soll. Aber du darfst doch gar nicht auf den Kopf schlagen. Aber stimmt, so ein Schlag auf den Hinterkopf, das ist schon maximal. Wie sieht das aus, wenn jetzt mal angenommen, du hast einen Schuss abgegeben, wie würde es danach aussehen? Also was musst du danach da machen? Was würde dann auf dich zukommen? Natürlich würde erstmal ein Gerichtsverfahren eröffnet werden über mehrere Instanzen. Ich werde zur Rede gestellt und ich muss für jede einzelne Kugel, die ich abgefeuert habe, eine Begründung ablegen, warum das passiert ist. Das hört sich schlimm an, Bruder. Aha. Okay, die Frage der Fragen, warum hast du heute hier mitgemacht? In erster Linie glaube ich, dass sich viele da draußen mit mir identifizieren können, um dem Beruf, den ich aktuell ausübe, vielleicht einfach mal eine Chance zu geben. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ein großer Fan von deinem Format bin und mich dann dementsprechend auch daraufhin beworben. Hast du auch abonniert? Natürlich. Glocke aktiviert? Klar. Sehr schön. Das solltet ihr auch machen. Ja, da war doch irgendwas mit, das sehe ich immer wieder bei dir. Ja, sehr viele Leute schauen die Videos, aber abonnieren nicht, weißt du? Was für ein Zufall. Hat sich mittlerweile schon ein bisschen geändert, aber könnte noch mehr. Ja, dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Sehr gerne. Würde ich sagen, machen wir mit dem wahrscheinlich SEK-Polizisten weiter. Guten Abend, meine Herren. Also ich bin SEK-Beamter hier in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen stationiert und bin 28 Jahre jung und jetzt schon seit knapp 2,5 Jahren bei der SEK. SEK-Beamter, wie sehen deine Einsätze aus? Also wir haben einen etwas anderen Ruf, als es tatsächlich ist. SEK-Beamte sind quasi, es ist ein Einsatzkommando. Einsatzkommando, sorry. Bin ein bisschen nervös, ich spreche nicht oft vor der Kamera. Nee, ich habe öfter solche Berichte von mir. Und also es gibt drei verschiedene Einsatzkommanden in Deutschland. Einmal das SEK, einmal das GSG, das KSK und einmal das GSG 9. Was ist KSK? Also das ist einer von den dreien in Deutschland. Die sind mehr im Osten vertreten als im Westen. Was heißt KSK? Ich weiß nicht. Das müsstest du doch wissen, oder nicht? Nee, ich bin ja auch nicht bei der KSK, ich bin ja... Na, aber ist doch Allgemeinbildung, oder? Als Polizist oder als SEK, weiß man doch, oder? 100%. Nee, also, weiß ich nicht. Okay. Was heißt SEK? Ja, Sondereinheitskommando. Okay. Und was heißt, wofür steht GSG 9? Weiß ich auch nicht. Okay, alles klar. Ich wollte eben gerade was fragen. Ich mach's trotzdem. Weil du deinen Namen nicht gesagt hast, ich nenne dich einfach Kevin. Kevin, kennst du dich aus mit Waffengesetz? Kenny nennen wir den. Kenny. Von South Park, der sieht aus wie Kenny. Ja, genau. Sieht aus wie Kenny, Bro. Kennst du dich aus mit Waffengesetz? Mit dem Waffengesetz in Deutschland? Genau, Deutschland. Ja, klar. Messer sind
grundsätzlich erlaubt, aber gewisse Arten von Messer. Was für Messer sind erlaubt? Was könnte ich in der Tasche haben? Du einfach auf der Straße. Ich könnte zum Beispiel ein Taschenmesser in der Tasche haben, aber zum Beispiel das Messer oder das Schwert, das Sie da auf dem Tisch liegen haben. Der Besitz in Deutschland ist erlaubt, aber das Tragen im Öffentlichen ist tatsächlich verboten. Ja, okay, aber was für eine Messerart ist... Boah, was machst du da, Ryan? Ja, okay. ist doch dein Markenzeichen. Okay, das ist gut. Darf ich das in Deutschland besitzen? Besitzen ja, aber nicht in der Öffentlichkeit mit sich tragen. Aber hier darf es drin haben, oder wie? Theoretisch nein. Und wieso nicht? Weil er es ja quasi in der Öffentlichkeit mit sich trägt. Nein, es ist keine Öffentlichkeit. Ja, aber er ist ja gerade hier hingekommen mit dem Messer im Auto und... Nö, ist doch mein Raum hier. Nee, sobald er mit dem Auto sein Grundstück verlässt, ist er in der Öffentlichkeit. Nein. Doch. Natürlich. Wir sind doch jetzt gerade hier nicht in der Öffentlichkeit. Ja, aber er ist ja heute hier hingefahren mit dem Auto. Ja. Also nach dem Kauf hat er, ich glaube, 24 oder 48 Stunden Zeit, nach dem Erwerb das nach Hause zu bringen. Danach darf er es in der Öffentlichkeit tatsächlich nicht mit sich tragen, es sei denn, er hat irgendwie eine extra Genehmigung für einen Videodreh oder ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine extra Genehmigung beantragt habt. Nee, haben wir nicht. Scheiße, Mann. Jetzt sind wir am Arsch, oder? Okay, machen wir halt mal so. Wie sieht eine Razzia aus? Wo stehst du in der Razzia? Wie sieht es ungefähr aus? Sagen wir, ihr habt jetzt ermittelt, bla bla bla, zusammen mit dem Bre da hinten. Der ist der Undercover da. Ihr habt ermittelt und ihr wollt jetzt eine Festnahme starten. Jetzt bin ich gespannt. Also eine Razzia zum Beispiel findet meistens in NRW, sag ich mal, jetzt im großen Stile nicht statt, sondern eher so Hausdurchsuchen oder... Findet nicht statt in NRW? Nee, nicht so große... Weißt du, was in NRW abgeht? Was? Ja, aber es finden nicht... Also NRW? Gibt es keine Razzia? Doch, es gibt Razzien, aber es sind nicht die, die wir euch... Jetzt alles überwiegen, da gibt es keine Razzien. Ich distanziere mich an der Stelle. Erklär mal, wie läuft es jetzt ab? Ihr trefft euch morgens um 6 Uhr und trinkt vielleicht einen Kaffee und sagt, ey, wir treffen uns heute bei Moduzzi. Der wird bei dem heute gestürmt. Wie läuft es ab? Erklär mir genau, wie es abläuft. Okay, also observiert werden die ja nicht von uns. Nein, nein, ihr observiert ja gar nicht. Genau, also wir kommen ja wirklich nur beim Eingreifen. Also beim Eingreifen, bei Razzien jedoch auch nur, wenn bei der Razzia Leute sind, die vielleicht eine Waffe mit sich tragen oder gefährliche Substanzen bei sich haben, dann dürfen wir eingreifen. Ansonsten greift eigentlich die Polizei ein. Bro, schau mal, ich meine jetzt wirklich das Letzte vom Letzten. Also ihr habt Mo, ihr wisst, der Bro hat gerade Waffen bei sich gebunkert, was natürlich nur Spaß ist. Und ihr wisst, ihr wollt jetzt da reinstürmen. So, ihr habt alles, es ist wirklich jetzt das Größte vom Größten. Ihr geht jetzt davon aus, dass er da auch zurückschießt oder was auch immer. Genau, ja, also wir haben normal unsere Schutzweste an, unseren Helm, haben unsere Waffen bei uns. Wie läuft's ab? Treffpunkt bis Einsatz, bis nach dem Einsatz plus... Also Treffpunkt von uns ist meistens sowieso nach der Polizei. Also wenn wir antreffen, ist meistens schon die Polizei da. Wir sind ja das Sondereinsatzkommando. Also wir werden ja erst gerufen, wenn quasi reingebrochen wird. Nein, meinst du, wie ist der Ablauf? Wo trefft ihr euch? Ihr müsst doch irgendwo müsst ihr doch zusammenkommen. Es läuft ja so ab. Ihr kriegt jetzt zum Beispiel einen Auftrag, vielleicht über Nacht. Der Einsatzleiter ruft an, sagt, ey, morgen wird gestürmt bei der Person. So, wie läuft jetzt die Reihenfolge ab? Wo trefft ihr euch? Wo geht's los? Und wo wird direkt attackiert? Wo? Also wie? Meistens fahren wir im Bulli los vom SEK-Büro und dann von unserem Büro aus. Was? Vom Büro? Ja, tatsächlich, wir haben auch ein Büro. Was sagt ihr? Der ist vom Büro. Mo, heute geht Razzia los. Du weißt Bescheid, Bruder. Wieso Gas, was ist das? Ey, heute haben wir Auftrag. Der hat Verstopfung. Lass kurz vorbeigehen. Ey, der schläft noch. Lass um 7 Uhr gehen. Okay, Bruder, lass die Sonne nicht weiterfragen. Ich weiß schon, dass du keiner bist, aber egal. Ja, einfach die Simulation hätte gereicht. So. Weißt, ich wollte halt wissen, nimm dir diesen Rambock, danach geht ihr ja rein. Das ist, glaube ich, mehr so ein Film. Im Echten braucht man das eigentlich nicht. Im Echten nicht. Na klar. Klingelt ihr da, oder? Ich habe noch so einen Bericht gesehen. Aber warte mal, ihr geht ganz normal rein. Nein, also meistens kann man durchs Fenster rein oder... Aber wie kommt ihr denn durchs Fenster? Die Fenster werden kaputt gemacht oder mit einem Brecheisen wird halt die Tür aufgemacht. Da braucht man nicht mit dieses... Mit Brecheisen? Bruder, ey, wie viel Steuer ich bezahle, die können sich schon mal richtige Sachen kaufen, oder was? Ich glaub, du arbeitest für die andere Seite, Bruder. Mit Brecheisen machst du doch keine Razzia. Ich glaub, du hast was verwechselt, Bruder. Ja, okay. Hey, geil, du bist aber auch cooler Typ. Dann danke dir auf jeden Fall erstmal. Ja, gerne, aber ich würde sagen, wir machen mit dem hinten links weiter. Hi, mein Name ist Maurice. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Frankfurt und arbeite auch im Umkreis von Frankfurt als Polizeibeamter. Okay. In welchem Bereich? Näher. In welchem Bereich? Ich arbeite bei der Bundespolizei, kann aber in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Im Bahnbereich, im Bereich des Flughafens und im Bereich an der Grenze. Ich bin oft in Frankfurt. Was ist der Hotspot, die gefährlichste Gegend in Frankfurt? Guck mich nicht an, guck ihn an, Digga. Also, ist ja kein Geheimnis. Kann man auch auf YouTube sehen, unter anderem. Jetzt sagt der Bahnhofsviertel. Allgemein Bahnhofsviertel, Frankfurt Hauptbahnhof, auch Frankfurt Flughafen haben wir unten im Regionalbahnhof. Einige Brennpunkte, ja, wo wir viel zu tun haben. Hast du schon mal jemanden verhaftet? Ja. Also, du machst ja diese Streifenpolizist, ne? Und ob du schon mal jemanden halt so angehalten hast, ganz normal. Hast du ja an der Grenze. An der Grenze. Wie läuft sowas ab? So ein Auto anhalten, haltet ihr einfach random irgendwelche Leute an oder achtet ihr auf etwas? Zum Beispiel, du siehst jetzt mich und Mo im Auto.
Ja, also, würdest du uns anhalten? Wir arbeiten erstens an den Schengen-Binnengrenzen, das heißt die Grenzen, die an Deutschland grenzen. Und da fahren wir sozusagen Steuerfahndungen und halten verdachtsunabhängige Kraftfahrzeuge an. Du umgehst die Frage mal ziemlich. Er hat gefragt, wie sieht das aus? Also sagen wir, du hältst mich... Da geht es um Polizeitaktik. Ich kann jetzt euch nicht erklären, genau wie wir... Die Polizeitaktik. Genau, da dürfen wir keine Informationen geben. Du kannst ja den Ablauf erzählen, was man halt sieht. Zum Beispiel, sei es, ihr sprecht euch aus und sagt zum Beispiel, ey, die beiden sehen vielleicht, kommen aus Holland, da sieht irgendwas verdächtig aus. Und dann sagst du, okay, jetzt machen wir das an. Nee, wir haben verschiedene Lagen, die momentan aktuell sind. Ein Beispiel, ja, momentane Lage, vermehrte Migrationsströme aus oder unerlaubte Arbeitseinflüsse. Ganz aktuell kommen jetzt sozusagen zur Weihnachtszeit, kommt vermehrt ausländische Mitbürger von Deutschland nach Polen, die aber in Deutschland nicht arbeiten dürfen, ohne Arbeitserlaubnis, ja, ohne gültiges Visa. Drittstaatsangehörige dürfen sich beispielsweise nur 90 Tage innerhalb von 180 Tagen in Deutschland aufhalten. Und dann schauen wir uns die Visas an, sind die nur 90 Tage im Bundesgebiet geblieben oder länger? Und dann schauen wir nachdem, ob wir den Strafverfahren einleiten oder nicht. Nein, ich glaube, was er eher meinte, ist, was ist der Grund dafür, dass spezielle Leute im Angehalten werden? Zum Beispiel, ich werde sehr, sehr oft angehalten. Was ist der Grund dafür? Den Grund kann ich dir nicht genau sagen. Unsere Aufgabe ist es, die Filterfunktion der Grenze zu gewährleisten. Wir wollen sicherstellen, dass Deutschland sicher bleibt und möchten sozusagen Straftaten verhüten, die in Deutschland ausgeübt werden können oder auch ausgeübt wurden. Und wir atmen das dann und ja, oder also, stellen Strafanzeige oder Strafanzeige. Hast du schon mal jemanden verhaftet? Kann er mal so eine Verhaftung simulieren? Mhm. Wie es aussieht so? Ja. Kannst du das machen? Kann ich da nicht simulieren. Warum? Es ist auch wieder Polizeitaktik und wir sind meistens auch immer zu zweit oder zu dritt unterwegs. Oder weil es einfach Dann mach's mit irgendeinem zusammen, so wie ihr beide so vielleicht. Mit Fatima und Stefan. Nee, ist leider nicht gestattet. Du umgehst sehr viel Fragen, Bro. Das ist nicht gut. Ich bin hierher gekommen. Hab auf Instagram ein bisschen gescrollt, bin ich auf sein Profil gekommen, hab mir mehrere Shows hier angeschaut und dann habe ich wie gesagt, ein Video gesehen oder eine Story gesehen, wurde Werbung gemacht, ja, es wird wie gesagt, ein Polizist gesucht oder allgemein Darsteller, die hier mitmachen wollen und dann habe ich mich wie gesagt gemeldet. Du musst ja eine Intention haben, hier mitzumachen. Was ist denn deine Intention? Ich habe euch oft gesehen, wie gesagt, auf YouTube. Und hab mir gedacht, komm, ich möchte auch mal dabei sein. Weiß ich nicht. Also ich sag, raus. Wir müssen jetzt langsam auch Step by Step mal Leute rausvoten. Und ich wäre dafür, dass wir ihn direkt mal rauskicken. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß. Meinst du gerade ernst? Ich weiß nicht. Wollen wir noch diskutieren? Wir haben welche, die offensichtlich raus müssen. Ja, aber vielleicht ist das so dieses Polizeiding, so weißt du, ja, kann ich nicht sagen. Niemals, so. Dann machst du nicht hier mit. Du machst hier mit, weil du die Leute überzeugen willst, auch eine Polizeiausbildung anzufangen oder irgendwie sowas. Richtig, genau. Fördern weißt und so alles. Genau, und dann sagst du nicht, nö, darf ich nicht sagen. Wie sieht eine Verkehrskontrolle aus, darf ich nicht sagen. Ja, der hat halt nicht so viel Erfahrung, finde ich, was er jetzt gerade gesagt hat. Ich sag auch fake. Er ist. Ja, Bruder, der hat halt nicht so viel gesagt, so, weißt du, ich denke... Oh, safe, fake. Ja. Safe, ja. 100%. Deswegen danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest einmal bitte rausgehen. Was warst du nochmal? Du warst SEK, der aber mit Brecheisen die Tür aufmacht, ne? Genau, richtig. Genau, okay. Sprengt die keine Türen, wenn ich fragen darf? So mit Explosion? Nee, noch keine Tür gesprengt. Gibt's nicht sowas? Also gibt's bestimmt, aber ich habe noch keine Tür gesprengt. Aber läuft sowas ab? Beim SEK eigentlich, soweit ich weiß, nicht. Okay, der ist fake. Ja, natürlich gibt's das. Wie marschierst du ein? Also es kommt drauf an, in welcher Position ist. In welcher du Position bist ganz vorne. Und, also wir haben immer zwei Leute vorne mit dem Schild. Warte, ihr läuft ja rein mit mehreren Leuten. Ja. Richtig? Okay. Du sagst also, zwei Leute mit Schilder sind vorne. Genau, richtig. Okay, wie läuft ihr rein? Kannst du es vorzeigen, bitte? Hier hast du eine Waffe. Das ist jetzt so die MP5. Ungefähr, ja, ich weiß. Wir konnten leider keine echte MP5 besorgen, sorry. Also ich kann die halt nicht halten, weil hier der Lauf fehlt und quasi die Schaft. Nee, kannst auch so, glaub mir. Theoretisch, und dann laufen wir halt quasi geduckt und dann laufen wir halt hinter dem Schild. Rechtes Bein zuerst und dann das linke hinterher. Okay, und was schreit ihr dann immer? Tür auf, raus, Waffen ablegen. Aber die Tür macht ihr doch auf. Also die Tür machen wir erst auf. Der freundlichste SEK-Einsatz, Bruder, so richtig, so wunderschön, so Ding. Entschuldigung. Kommt in so eine Yes-Torte rein, sagt, ey Bruder, ich hab gerade geschrieben. Können Sie bitte einmal aufmachen? Wir müssten einmal Ihre Wohnung stürmen, bitte. Bruder, du bist echt sympathisch, aber ich glaube, der ist es nicht. Nein, auf gar keinen Glaubst? Fall. Okay, was heißt, ja, er ist es nicht. Safe nicht. Fake. Okay, ey, wir sind uns einig, glaube ich, oder? Ich sag fake. Ja, da müsstest du einmal bitte rausgehen, aber danke dir trotzdem. Bro, kannst du mir mal einen Gefallen tun und auf dieses I da drücken, dieses Steh-Symbol? Das hier? Ja. Weißt du, was ich mir dachte? Wir stellen uns jetzt einfach mal hin, damit wir den Kandidaten mal so auf Augenhöhe begegnen. Antikollisionssystem. Ach so. Jetzt machen wir es nochmal. Drück mal nochmal auf das I. Krass, haben wir direkt mal einen Test gemacht. Dann fahrt euren Tisch auch mal hoch. Jo, weißt du? Mal face to face.
Alright, dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit dem Grün weiter, den würde ich mal gerne hören. Also ich finde ihn bis jetzt am authentischsten. Der Bray ist auf jeden Fall stabil, ja. Auch von der Körperstatur und auch was er da so vorhat. Er sieht aus wie Polizist in Werbefoto. Das ja. Einzigste, was mich bei dem gestört hat, weil er wusste nicht diesen Marsch. Den muss man kennen. Ich habe tatsächlich immer noch mal nachgedacht, aber spielt das noch eine Rolle? Ja, kannst du sagen. Also ich meine, es war Befehl und ansonsten vielleicht noch Polizeisprung, aber sonst weiß ich auch nicht. Das kann es sein. Er ist mir bis jetzt echt am authentischsten. Das heißt, ich würde sagen, jetzt müssen wir irgendjemanden wählen, den wir am ehesten rausvoten würden. Der mit dem weißen Hemd, der sein Leben riskiert hat für diese Mikrofon da. Ach so, ja, doch, stimmt. Wie erklärst du, dass du die Waffe so gehalten hast? Also ich persönlich, was wir halt machen in unserer, was heißt Freizeit, aber wenn wir gerade nicht aktiv im Einsatz sind, sondern nur in der Arbeitszeit, dass wir halt selber einfach nur ausprobieren mäßig. Wenn ich die halt so halte, habe ich persönlich das Gefühl, dass die mir, also die kann einfacher weggenommen werden, als wenn die... Das ist doch eine Vorschrift, oder nicht? Du kannst nicht einfach die Waffe halten, wie du willst, oder? Das ist nicht ganz genau. Solange du die Prüfung im Studium bestehst, theoretisch natürlich in der Prüfung, habe ich jetzt nicht die hier gemacht, aber ich rede jetzt davon... In der aktiven Zeit. Aber guck mal, du bist ja gerade Repräsentant der Polizei hier. Ja. Vor sehr, sehr vielen Menschen. Und dann zeigst du doch das, wie es allgemein ist, oder nicht? Du würdest doch jetzt nicht sagen, ja, ich... Nein, das ist nicht meine Intention. Also in der Situation ist es jetzt für den Gegenüber, für den Kriminellen ja nicht wichtig, ob ich die gerade so oder so halte. Hat das nicht so einen scheiß Rückstoß, wenn du so... Schieß? Nee, also das lernt man, also schon im Studium ist es halt natürlich die ersten Male, wenn man hat das die... Sei ehrlich, Bruder, du hast Bad Boys oder so angeschaut, bevor du hergekommen bist, Bruder. Nee, also ich feiere die Filme, aber die sind halt natürlich extrem unrealistisch. Also ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ich sag fake. Ich sag safe fake. Ich muss sagen, ich find's gerade richtig geil, dass wir die Möglichkeit haben zu stehen. Ich nicht, Bruder, mir wird's langsam echt. Willst du wieder sitzen? Ja, Mann. Da ist natürlich das Gute bei Flexi-Spot, wir drücken einfach wieder auf den Sitzknopf. Nein. Sitz wow. Glücklich. Und können uns einfach wieder hinsetzen. Diese Tische sind Hammer. Next Level Tisch, sage ich dir. Deutlich besser als die anderen, oder? Und jetzt darf keiner mehr kommentieren, dass hier 1000 Flecke drauf sind. Okay. Wen wollten wir raus? Vorne rechts, oder? Ja. Sind wir uns einig? Ryan, Muduzi? Ja. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Aber danke dir trotzdem. Hast du stark gemacht. Jetzt sind wir bei der Grenzkontrolle. Okay. Bei der Grenzkontrolle, es gibt bestimmt manche Leute, die keine Deutsch sprechen. Ja. Angenommen, hallo, guten Tag, I speak no German. Ja. Can I get on the plane, please? Next. I'm next. Hello. Hi. Ist nicht Teil der Ausbildung, wenn du in so einem Bereich bist, fließend Englisch zu können? Also, ich bin ja nicht allein am Schalter, also... Naja, aber musst du ja schon können. Ja klar, aber es reicht ja, wenn du die Person... auf die richtige Seite verweisen kannst. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hör mal den Linken nochmal. Das war der mit Schlagstock auf Kopf. Ja. Ist es nicht gefährlich, Leuten auf den Hinterkopf zu schlagen? Natürlich, ich habe gerade die Situation so dargestellt, weil der Ryan seinen Kopf hingehalten hat und mich aufgefordert hat, ihn zu schlagen. Und ich habe das so wahrgenommen, dass er einen Kopftreffer dementsprechend annehmen möchte. Genau. Wie lang ist ein Schlagstock? Ich würde jetzt einfach mal tippen, ungefähr 60 cm. 60 cm. Kannst du mit deinen Händen zeigen, ungefähr? Eigentlich so lang. Was mich gestört hat, ich habe einfach geguckt, wie er meinen Kopf geschlagen hat und er hat so gemacht. Und ich habe schon mal einen Polizeischlagstock in der Hand gehabt. Das Ding ist zu kurz. Man hat nicht mehr Kraft, wenn man beide Hände drauf hat. Und der Griff ist sogar gemacht für eine Hand. Der Griff geht bis hier, wo mein Daumen ist. Und wenn ich hier schlagen würde, oder sorry, Bro, ich zeige nur deinen Arm, wenn ich so schlagen würde, ich habe tatsächlich weniger Kraft, sobald ich zweihändig mache. Guck, wie es aussieht. Das die machen ja auch meistens bei Einsätzen, schlagen die und schubsen, schlagen. Ja, stimmt. Genau, das bei hat mich gestört, weil das erste, was er gemacht hat, war so, ich zeig's nur am Kopf. Ja? Mach. Und dann ist es kurzer, wie Star Wars. Man hat weniger Hebel-Effekt und weniger Power. Was sagst du dazu? Wie gesagt, ich habe die Situation in echt nach meiner Ausbildung nicht nochmal durchgespielt und war gerade mit dieser Situation. Du musst auch richtig lernen, wie man einen Schlagstock hat. Natürlich, war auch Bestandteil meiner Ausbildung. Boah, ich sag dir ehrlich, also der oder der? Eins von beiden. Weil diese Passkontrolle glaube ich nicht, weil sie sagt ja auch, sie macht nur Passkontrolle. Eine, die beim Flughafen arbeitet, macht ja auch, glaube ich, mehrere. Also auch diese Streife. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man nur das macht. Bruder, nur das ist doch eine Qual. Mo und ich, wir haben eine Idee. Für alle drei Kandidaten, bleibt wo ihr seid, wir bleiben wo wir sind, okay? Mo und ich, wir haben eine Idee. Angenommen, dieser Stift ist ein Messer. Das ist ein Zaun, ihr könnt nicht näher kommen. Ihr müsst nur schreien und reagieren. Hier ist eine Auseinandersetzung. Bro, gleich sind wir wieder Freunde, aber ab jetzt, Mo, weißt du was? Du kriegst dein Geld nicht. Ja. Wir werden neu verhandeln. Ja? Ihr habt ja verstanden, was ihr jetzt machen müsst, gell? Wir wollen einfach hören, was ihr sagt.
Ihr müsst reagieren. Erst Josef, okay? Also ich soll jetzt die Situation deeskalieren, du richtig? Du siehst jetzt eine Situation, aber das ist ein Zaun. Du kannst nicht näher kommen von da, wo du stehst. Wir möchten einfach sehen, was du sagst, okay? Ich möchte jetzt ungern diese Taktik, diese Strategie verraten, wie wir da vorgehen würden. Warum denn? Weil es mir nicht gestattet ist. Aber das machen die das, doch das in, kann so, nicht sein. In so Fernsehserien und so zeigen die doch auch immer dann alles. Dann sind aber auch gewisse Genehmigungen dementsprechend vor Ort, um die Leute aufzuklären. Aber ohne irgendeine Absprache oder Ähnliches darf ich diese Taktik, diese Strategie gerade nicht. Aber was ist das für eine Taktik? Da ist ja eine Mauer. Hier ist ein Messer. Angenommen, hier ist ein Messer. Was sagst du jetzt, Mo? Was sagst du jetzt? Sag was, Bruder. Er guckt zu. Was soll nicht sein? Der killt mich gleich alle. Stopp! Lassen Sie das Messer fallen! Sofort! Warum? Wer bist Lassen du denn? Lassen Sie das Messer fallen! Bist du sein Cousin oder Lassen was? Lassen Sie das Messer fallen! Nee, mach ich sofort. Nicht! Nee, geh weiter, Kollege! Geht dir nicht an! Ich glaube, das war ein Blick genug. Wollen wir Nummer 2 hören und dann 3? Okay. Jetzt musst du zeigen, schau mal, wenn du fliegst gleich raus, ich sag dir ehrlich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dich zu beweisen. Wir haben schon alles abgesprochen. Genau, gleich diese Stifte sein Messer ab jetzt. Ja, und jetzt, Mo? Was jetzt? Was jetzt? Ach so, die Feier, dass ich gleich abgestochen werde. Ja, schade. Die hat sich gerade sowas von verraten. Ja, glaube ich auch. Schau mal, bist du echt diese Grenzkontrolle oder nicht? Sei ehrlich. Du kannst ehrlich sein. Jetzt ist eh alles raus, glaube ich. Natürlich. War ein guter Test. Nummer 3 ist der Stefan. Mo, du kriegst dein Geld nicht. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Messer weg, sonst schieße ich! Messer weg, sonst schieße ich! Schießen? Ja, kann ich auch logisch argumentieren. Du lachst, aber was ist denn? Er ist ja sonst tot, wenn du ihn in die Kehle schlitzt. Aber Bruder, dieses Schießen, da machst du den ja noch aggressiver. Nee, ich schieße ihn, ja, aber geht ja nicht anders. Aber er hat ja recht, er hat ja recht. Er hat das Messer direkt am Anschlag, am Hals und ich schieße ihn ja auch nicht in den Kopf oder so. Ich schieße auf Muskelgruppen, da passiert ihm nichts, dann hat er eine Schussverletzung, am Bein liegt auf dem Boden und die Sache ist gegessen. Also du sagst, du argumentierst direkt, dass du direkt schießt. Nein, ich schieße nicht, man darf sowieso nicht schießen. In Deutschland musst du die Schusswaffe androhen. Ja, aber du drohst damit zu ja, schießen. Ja, natürlich, das Messer ist in seinem Hals, der ist sonst tot. Bruder, kannst du mich einmal verhaften? So einmal, wie du so Handschellen dran machst. Ich könnte das theoretisch machen, aber auch da kann ich wieder nicht ohne irgendeine Absprache diese Situation das nachstellen. Was mich jetzt mal interessiert ist, kannst du das machen? Ja. Das ist das Ding, der soll mich verhaften. Und ich kann es bewerten, weil ich weiß, wie eine Verhaftung aussieht. Ich weiß, wie man das bei uns in der Türsteher-Szene immer gemacht hat. In der Türsteher-Szene, du darfst ja, also grundsätzlich geht man ja nicht mit Fäusten drauf, glaube ich, oder? Ich würde dich alleine nicht verhaften, weil du relativ groß und kräftig aussiehst. Da kommen wir wieder beim Thema Eigensicherung. Aber angenommen, du würdest dich jetzt nicht wehren oder so. Ja, ich wehre mich nicht. Ich ergebe mich, warte. An die Wand bitte. Ja, mit dem Kopf zur Wand. Mit dem Gesicht zur Wand bitte. Näher dran. Beine auseinander. Auseinander. Weiter auseinander. Noch weiter auseinander. Noch weiter auseinander. Boah, das ist schon zu viel. Ja, aber dann können die nicht abbauen. Spagat, Digga. Versuch mal so wegzulaufen. Hände einmal links hoch und rechts hoch, wie auf dem Kreuz. Genau, normalerweise kommt jetzt ein Kollege, der fixiert den hier unten und oben und drückt den ganz nah dran an die Wand, dass er sich halt nicht groß bewegen kann. Der andere Kollege kommt dann und durchsucht ihn. Und das wird immer, man darf keine Stelle doppelt durchsuchen, also von oben nach unten wird das dann gemacht. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt Ihre Hand. Flashbacks, Bruder. Ja, dann würde ich die Handschellen rausholen, festmachen. Wo ruft mein Anwalt? Ja. Wallah, ich habe nichts gemacht, Bruder. Und ihn dann am Arm hier mitführen. Und dann, ja, abfahren. Ja, das stimmt mit dem Arm. Schau, darauf wollte ich hinaus. Alles klar, sehr gerne. Darauf wollte ich das mit der Hand. Sau authentisch. Also darauf wollte ich mit dieser Hand wollte ich auch hinaus. Wollen wir einen kurzen Prozess machen diesmal? Ich weiß nicht, Bruder. Bei ihm habe ich auch so ein bisschen komisches Gefühl. Wie meinst du komisches Gefühl? Das dass er sein irgendwas, könnte? Irgendwas hat er, ja. Guck mal, er hat sich sehr, sehr oft versprochen. Und bei den Sachen, wo er nicht Bescheid wusste, hat er gesagt, darf ich nicht machen. Aber er hat direkt gesagt, kann ich euch zeigen, kein Thema. Aber Bruder, weil warum sollte man das nicht zeigen dürfen? Das siehst du in jeder Doku, das macht keinen Sinn. Okay, wir müssen jetzt erstmal einen rauswurden. Sind wir uns einig? Ja. Oder? Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen, aber danke dir auf jeden Fall. Aber sehr gut. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der Linke hat vielleicht irgendeinen Kollegen oder so, der bei der Polizei arbeitet und weiß ganz genau, wie die sich verkaufen und deswegen hat er so ein bisschen Wissen und weiß auch, wie sie sprechen und so, weißt du? Oder du also bist Türsteher. Das kann auch sein, Bruder, wegen dem Schlagstock auf Kopf direkt, weißt du? Also ich muss sagen, ich finde rechts deutlich authentischer jetzt als links. Ganz am Anfang dachte ich, also links hat sich sehr, sehr stark verkauft, aber ich bin für rechts. Doch, rechts ist genau der, den du in den Dokus siehst. Spiegel TV. Ja, genau, Spiegel TV. Ja, das stimmt. Kennst du auch, ne? Sieht aus wie gekastet. Okay. Sorry, wieder Bro, Mo. Könnt ihr bitte, ihr beide gleichzeitig bitte Waffen ziehen und auf ihn richten? Er schreit jetzt irgendetwas ganz Gefährliches, das eine Bombe hat oder was weiß ich. Jetzt!
Er zielt genau auf. Und machst du nochmal bitte? Mach das nochmal bitte. Guck Stefan in die Augen. Nee. Der zielt falsch. Ja, genau. Genau. Ich sehe es von hier. Er zielt falsch. Genau. Weißt du warum? Weil der zielt halt falsch. Der Stefan macht so. Er zielt genau hin. Genau die Linie. Er hat er getroffen. Und der Josef macht so. Die Hand kommt hoch. Aber es war leicht daneben, ja, ja. Oder? Ja. Ja. Ich würde auch an der Stelle sagen, wir machen einen ganz kurzen Prozess. Also ich bin mir sehr, sehr sicher. Ryan, was sagst du? Ich sage in grüne T-Shirt Stefan. Mo. Ja. Edis. Safe grün. Okay, dann sind wir uns einig. Das heißt, du müsstest einmal rausgehen. Wir denken, dass du der echte Polizist bist. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung. Alright, dann würde ich sagen, machen wir genau jetzt die Auflösung. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wer der echte Polizist ist. Easy going. Die Verhaftung war real. What? Ich hab's gesagt, Bruder. Nein, Mann. Ich hab's Nein, gesagt, Mann. Bruder. Ich hab's gesagt, Bruder. Nein, ihr macht gerade so auf den Prank, so, ne? Haha. Du bist ernster Polizist. Ich bin der echte. Wie peinlich, Bro, wie peinlich. Also ich bin selber sehr, sehr, sehr überrascht, wie ihr euch blenden gelassen habt von den anderen Leuten. Also nur weil ich weniger preisgegeben habe als die anderen, heißt es nicht, dass ich irgendwie unecht bin oder unauthentisch oder dass ich weniger Wissen habe, nur weil ich weniger Preis von mir gebe. Aber eins muss ich sagen, Mo, wir haben uns wieder von den Cops hops nehmen lassen. Also du warst der Eheste, den ich am ehesten rausgewortet hätte. Krass. Oder woher dann diese Technik? Ja, was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Meine Geschichte war komplett ausgedacht mit dem Einsatz. Okay. Ich habe die Ausbildung bei der Polizei gemacht, bin dann dienstunfähig geschrieben worden. Und du? Ich bin selbstständig und habe eine eigene Versicherungsagentur. Warte mal, was machst du mit Versicherung? Schlägst du den auch gleich auf Kopf, oder was war das? Wie gesagt, ich glaube, Ryan kann es bezeugen, der hat seinen Kopf davon hingehalten. Ich habe einfach draufgeschlagen, ja, aber ja. Eigentlich habe ich... Das stimmt. Deswegen auch sein Auftreten. Er weiß genau, wie er reden muss, weißt du? Was macht der? Das war der mit der Maske nochmal? So kam der SEK mit Brecheisenstange. Also ich bin wirklich beim SEK. Bei Call of Duty? Nein, Quatsch. Also ich habe Sushi gemacht und jetzt arbeite ich im Restaurant meiner Eltern. Stark. Und bei ihr? Bei der Führerscheinkontrolle? Ich mache ein duales Studium bei Zara. Auch stark. Bei dir? Ich bin Stand-Up-Comedian. Also. Krass. Aber der hat es gut, auch so gut performt. Ja, ja. Also genau, also das mit der Waffe ist natürlich auch ab und an zu Hause, wenn man mit den Brüdern, Geschwistern so. Schießt mal ein bisschen. Aber habe ich richtig gelegen mit der Waffenhaltung? Siehst du, der Polizeibeamte gibt mir Props an. Das erste Mal. Also trotz allem, ich kann mich nur mehr als bedanken, dass ich heute da sein durfte. Wie gesagt, warum ich zur Polizei gegangen bin letztendlich, weil ich es liebe, Menschen zusammenzuarbeiten oder Menschen zu kommunizieren. Natürlich, unser Job ist nicht immer schön, klar. Weil wir sind die Personen, die gerufen werden, wenn es Leuten nicht gut geht oder wenn es Probleme gibt. Aber trotz allem, mein Team und ich, wo ich arbeite, wir sind mega motiviert. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, bei Menschen zusammenzuarbeiten, kann ich nur empfehlen, kommt zur Polizei. Passt immer auf euch auf und passt auf, wo ihr euch umgibt. Frankfurt ist gefährlich. Wollt ihr noch irgendwas pushen? Wollt ihr irgendwas erwähnen? Ja, keine Ahnung. Also wenn ihr Bock auf Comedy habt, folgt mir gerne auf Brian for You auf allen Social Media Kanälen, TikTok, Insta, YouTube. Bin überall dabei. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Ja, vielen Dank fürs hier sein. Instagram mo_739. Vielen Dank für die Chance, heute dabei zu sein. Hat mich auf jeden Fall gefreut und viel Spaß bei dem Video. War cool, dabei zu sein. Auf Instagram heiße ich iamfato_. Überragende Erfahrung, hier zu sein. Ein großes Lob an Nahin und den Rest des Teams. Überragend hier. Ja, von mir auch. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und das war's. Danke. Alright. Ja, dann war es gewesen mit dem Video. War eine geile Show auf jeden Fall. Ich bin immer noch schockiert darüber, weil mit ihm hätte ich am wenigsten gerechnet. Also wirklich am wenigsten. Aber ja, krasse Kandidaten, krasse Jury.
Checkt die bitte ab. Ganz, ganz wichtig, checkt Flexi-Spot ab. Wie gesagt, sehr, sehr robuste Stühle, und Tische. Wir haben hier draufgeschlagen. Es ist höhenverstellbar. Deswegen checkt das ab über den ersten Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, mit dem Code NahimSky bekommt ihr einmalig ganze 8% Rabatt. Das gab es so noch nie bei Flexi-Spot. Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.